Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Encased. Wir sollen hier eine Aufgabe erledigen. Schauen wir mal, wie wir das machen. Hier ist... Ich kann Tischlampe benutzen. Ich weiß nicht warum. Aber gut. Kann ich irgendwas scannen? Ich muss viel öfter das Scannen ausprobieren, ne? Aber irgendwie funktioniert das nie. Na gut, dann gehen wir mal ins Terminal. Und tun wie uns geheißen. The giant display glows welcomingly when you approach. A red light comes on under the screen's steel hood. The camera has switched on. Ja, schön mal wieder den Erzähler zu hören. In der letzten Folge war der irgendwie nicht mehr da. A gray old man with high cheekbones appears and squints out at you from the screen. Do you copy? Ja. He leans close to the camera, his glasses glittering. My name is Martin Kingsley. I'm Chief Officer of Magellan Base. We were supposed to meet in person, but unforeseen circumstances prevented that. One moment, I'll grab your file. Okay. He reaches for something out of view and produces a thin folder with your name on the cover. Apparently, your file. Kingsley opens the folder to thumb through the pages. He marks one of the pages with a pencil. Silverwing. Colleague, I'll be honest with you. It's crucial for me to know my managers. So I'm asking you straight. Why did you choose a career in our division? Warum ich in diese Abteilung gewechselt habe? Gute Frage. Was war denn meine Anfangsbegründung? Also Macht über andere Menschen. Vielversprechende Projekte und herausfordernde Aufgaben. Ehrgeiz. Und ich möchte gern reich und erfolgreich werden. Nee, eigentlich... Gut, ja, wie spielen wir das hier, ist die Frage. Ich meine, das ist ja hier ein RPG. Wir können uns quasi überlegen, wie denn unsere Charaktere so sein soll. Ich meine, scheinbar sind wir ein bisschen spielerisch oder ein bisschen... Nein, wir nehmen es nicht ganz so mit der Legalität, würde ich sagen. Ich meine, wir haben immer am Glücksspiel teilgenommen. Wir wollten etwas stehlen. Wir haben uns einen Spaß erlaubt mit dem Typen im Sarg. Haben ihn kurz mal eingesperrt. Wir fanden das irgendwie lustig. Also wir scheinen so ein bisschen verspielt und ein bisschen so eine kleine böse Ader zu... Nein, nicht unbedingt böse, aber ja so eine kleine illegale Ader zu haben. So, oder vielleicht auch Neugier tatsächlich. Und zu Neugier und das nicht ganz ernst mit den Regeln nehmen und so, wäre ja vielleicht eher das hier, oder? Dass wir so Interesse an Herausforderungen und sowas haben. Ich glaube, auch deswegen haben wir ja quasi versucht, das mit dem Schleichen zum Beispiel zu machen. Gar nicht so sehr, weil wir jetzt irgendwas stehen wollten oder so, sondern einfach nur, weil wir so einen kleinen Kick brauchten. Und deswegen würde ich mich dafür entscheiden, ja, ihren Charakter quasi danach ein bisschen zu entwickeln. RPG-technisch, also nicht so sehr versuchen, nach mir selbst zu gehen. Auch wenn ich natürlich ja auch nur subjektiv und nicht sehr objektiv sein kann und natürlich immer ein bisschen von mir einfließen wird. Aber ich versuche mal quasi nach dem, was wir hier schon so gemacht haben, wie wir reagiert haben. Ich meine, wir sind auch nicht sehr auf den Mund gefallen. Wir haben versucht, den einen zum Beispiel unser Geschäftsding anzudrehen mit dem Produkt X. Wir haben auch dem einen Typen gesagt, dass er uns nicht anbaggern soll, dem einen Händlertypen da. Also wir sind schon irgendwie, ja, wir sind nicht verschüchtert oder sowas. Aber Macht über andere Menschen oder das hier mit dem Reichwerden sehe ich jetzt bei uns nicht so. Ich glaube, vielversprechende Projekte und herausfordernde Aufgaben interessieren uns vor allem die Herausforderungen. The administrator jots down a word or two. All right. I put that down. He sounds as formal as you. Mm-hmm. Kingsley closes the file and folds his hands in front of him. Thank you for your reply. I learned a little more about you. Now I want you to learn a little bit more about us. Keep in mind, this is not a rehearsed speech. Mm-hmm. Und natürlich sind wir auch ein klein bisschen hilfsbereit, aber haben da auch wieder gezeigt, dass wir über unsere Befugnisse vielleicht ein bisschen gehen, als wir ganz am Anfang den Typen da registriert haben, der vielleicht ja sogar ein Spion oder irgendwas ist. Wir wissen es noch nicht, was das für Auswirkungen hat am Ende. Aber ja, auch da waren wir vielleicht auch ein kleines bisschen naiv einfach, aber wir hatten so ein bisschen ja den Helferdrang in uns. He assumes a serious expression. When the dome was discovered in 1971, it became a scientific and media sensation, a worldwide phenomenon, and likely the most significant discovery in the history of mankind. Mm-hmm. Kingsley drums his fingers on the unseen desk, his gaze focused somewhere beyond. I see.
You were enticed here by radio advertising, telefilms, and all those interviews, billboards at every turn. Cronus wants the world to see the dome as a stage where something merry and fascinating is going on. But now that you're actually here, I want you to see the real picture. Okay, ich bin gespannt. Ein bisschen von der Realität haben wir, glaube ich, hier schon gesehen. Weil so toll sieht das hier gar nicht aus, wie wahrscheinlich auf den Werbetafeln. You can't make out his eyes behind the glare on his spectacles, but he seems to be staring directly at you. Here's the truth. Nobody was waiting for us inside the dome. It's neither a treasury of technologies nor a cemetery of the ancients. Perhaps what we're doing now is defusing the world's most complicated bomb. Will our mission thrive? I believe so. If we work together and everybody does their part. Okay. Also bis jetzt haben wir eher gesehen, dass tatsächlich das eher wie so eine Schatzkammer benutzt, also ausgebeutet wurde, die Kuppel mit den ganzen Relikten. Scheinbar steckt da aber noch ein bisschen mehr dahinter als nur das. Scheinbar, ja, vielleicht sogar eine Gefahr, die wir noch nicht ganz greifen können. She looks back at your file. I say, do what must be done. Because that's what the concept of the five wings is all about. Mm-hmm. Kingsley points at the camera. You're from Silverwing. Special requirements are imposed upon you. You must direct others whilst having no real power. Sure. You must provide an illusion of might and well-being and be honest and wise enough to reconcile your actions with your conscience. No matter that one clashes directly with the other. Okay, also wir haben nicht wirklich Macht, aber wir müssen es trotzdem, ja, wir müssen trotzdem so tun, als hätten wir Macht. Na gut, probieren wir es mal. Putting the folder aside, he sits back and stares at you in silence. It gets so quiet that the ticking of a clock can be heard through the speakers. Das Ticken war gerade sehr übertrieben laut. Kingsley sighs quietly. You were probably waiting for some boilerplate welcome speech, but I prefer to talk about real world problems. Glad to meet you. So, falls ihr es gehört habt, ich muss mal ganz kurz aufstehen und nach den Katzen gucken. Alles gut. Okay. Ja, freut mich, sie kennenzulernen. Ja, eine einstudierte Begrüßungsrede haben wir schon ein paar Mal jetzt gehört. Das hier finde ich besser. Klingt ein bisschen echter. Okay, also, dass es dich erfreut, gibt keine Antwort, schmunzle bedeutungsvoll. Ja, ich würde sagen, wir schmunzeln mal ein wenig. Martin nods slowly. I apologize once again for this long-distance meeting. Now, as we don't have much time, I'd like to get to the point. I'm sure you're curious why you were taking off the bus to Magellan and brought here instead. Mm-hmm. He moves closer to the camera. I'm going to show you a short video. Please pay attention. Oh, sehen wir jetzt wirklich ein Video? Kingsley's face freezes on screen. I have an urgent mission for an employee of your background and qualifications. I'd have assigned someone from Magellan, but I'm short on personnel. That's why it has to be a newcomer. I apologize again for the rush, but it seems I have no choice. Ich glaube, so langsam geht's ja endlich los im Spiel. Ich glaube, jetzt haben wir langsam hier das ganze Tutorial und Händlerkram und so weiter hinter uns, also Ausrüstungssachen. Jetzt geht's, glaube ich, endlich an der erste Mission. Martin noisily clears his throat. Maybe you've heard about Nashville Base. While preparing the materials for this mission, I came across a short documentary film about the complex. I think you should watch it. Okay. The speakers produce a hollow click. Purple, gray, and black spots flicker on the screen. A blurred title, The Cronus Archive, 1971 to 1974, was used in the production of this recording, appears at the bottom. Warte, bis Nashville erwähnt wird. Sieh weiter zu. Ich warte. Ich sehe einfach mal zu. The shadow of an airplane flies across a faded yellow desert. A cheery voice fills the room. Every day, our researchers uncover more and more of the dome's secrets. There is no doubt the underground structures, so-called objects, are organized according to some pattern. Though early on, the importance of the relics to scientific research was considered insignificant. Mm-hmm. Okay, ich gucke weiter zu. The desert dims into the black of a chalkboard. White lines drawn by an invisible hand
begin to sketch a schematic of the dome. The narrator continues. By 1972, however, many important discoveries had come to light in a period of only a few months, and the construction of stationary research bases adjacent to the more promising objects began. Personnel moved into Ankara in May of 1972, and within half a year, Boston and Dessau were also brought into service, though the biggest discovery was yet to come. The picture changes to a chasm suffused with electric light, people bustling about everywhere. The speaker's voice seems to come from a distance. In November of 1973, a massive network of underground caves and a structure of hitherto unseen complexity was discovered in Sector C-12. Soon afterwards, the construction of C-12 Nashville began. Mm-hmm. The camera glides through dim caverns as the silhouettes of bizarre mechanisms emerge. Metal structures loom up from the dark, surrounded by earth-moving machines and exhausted miners wearing orange jumpsuits. The speaker continues. C-12 Nashville is an innovative research complex located atop the primary relic mining location. The complexity of this object is unique. Communications. The film abruptly cuts out, and Kingsley's face reappears. The rest of this information is classified. Hopefully you get the main idea. Nashville is a very special place, requiring people with both special qualifications and special clearance level, though yours will do for your task. Okay, aber worin besteht denn eigentlich meine Aufgabe? Martin adjusts his glasses. So, the task. Nashville Base stopped transmitting and receiving signals yesterday evening. Oh. A reconnaissance group was sent out earlier today, but we haven't heard anything from them yet either. Das klingt ja sehr beruhigend. Wir werden also nach Nashville geschickt, wo keinerlei Kommunikation mehr möglich ist. Schön. Supi. The chief officer rubs his forehead. Normally, I would never give this task to a newcomer like yourself, but I just don't have enough people. Mm-hmm. He looks down at the documents again. Furthermore, the group was lacking someone with your specialization. I thought the mission would be quite straightforward and didn't send any administrative personnel. Now I suspect the Nashville situation may be much more complicated. Ja, klingt so. Kingsley is looking into the camera once more. Your task is to get to Nashville, figure out whatever's behind the communication problem, get in touch with the group, and work with them to solve the problem. Ich hoffe, da ist auch noch eine Gruppe. Vielleicht ist da auch niemand mehr. The chief officer carefully returns the documents to the folder. You notice his hands tremble slightly. Go downstairs. The truck must be waiting for you in storage. This task is urgent, but a small delay is acceptable if there's anything you need to settle here first. Oh, schade. That is all. Any questions? Ich kann gar nicht mehr weiterfragen, die anderen Sachen, die da noch standen. Ich muss jetzt leider sagen, dass ich keine Fragen mehr habe und bereit bin, denn die Aufgabe kennen wir ja schon. Na gut. Kingsley's hand reaches toward the camera. Great to hear. Take care of yourself. I'll talk to you later. Okay. Na gut, Transport. Bereite dich darauf vor, die Schutzgrenze der Basis zu verlassen und dich in die Außenwelt der Kuppel zu wagen, in der du dich allein auf dich selbst und deine Begleiter verlassen kannst. Ja, das können wir jetzt nicht mehr fragen, wer die Gruppe ist. Also die Begleiter. Überprüfe deine Ausrüstung ein letztes Mal und begib dich zum orangenen Truck, der in der Garage auf dich wartet. In diesem setzt du deine Reise zur Nashville-Anlage fort. Okay, später können wir sogar eigene Fahrzeuge erwerben. Cool. Sehr schön. Ja, ich bin mir nicht sicher. Ich denke mal, dass ich alles habe, aber woher weiß ich das schon? Also ich meine, wir könnten quasi noch shoppen gehen eigentlich. Wir können auch noch Sachen verkaufen gehen und so. Das wäre alles noch möglich, bevor wir losgehen. Oh, was bist du? Wiederbelebungskit. Na, das ist doch mal spannend. Das werden wir wahrscheinlich brauchen. Wow, das ist schon cool. Was hier? Gesperrt. Mist. Wieso kann ich denn gar nichts knacken? Das ist doch voll traurig. Irgendwie geht nie irgendwas. Na gut. Da suchen wir mal. Kann ich das hier scannen?
Nö. Ich will noch nicht losfahren, ehrlich gesagt. Was benutzt ein Schwein? Wie soll ich damit fahren oder damit? Ich bin mir nicht sicher. Ein grünes Licht auf dem Armaturenbrett des Wagens zeigt an, dass das Fahrzeug funktionsfähig und bereit für eine Spritztour ist. Drück auf die Hupe. Ein lautes und kräftiges Hubsignal ertönt unter der Motorhaube des Gabelstaplers. Schön. Das geht leider alles nicht. Weder Autofahren noch zerlegen. Na gut. Das will ich noch nicht. Ich glaube, dann fahren wir nämlich wirklich... Oder ich fahre mal hier los. Ich weiß es nicht genau. Ehrlich gesagt. Das kann ich diesmal nicht scannen. Vielleicht, weil wir den anderen schon gescannt haben. Hier ist noch eine Kiste. Ich würde wirklich vorher gerne nochmal einkaufen gehen, glaube ich. Reagenzienbox und polymetallisches Erz. Was ist hiermit? Ein unscheinbarer Jupiter-Moon, der von einer dünnen Schicht Wüstensand bedeckt ist, steht in der Reparaturwerkstatt. Wir steigen mal ein. Du lässt dich auf den weichen Sitz fallen, das Auto riecht nach Benzin. Dieser warme, vertraute Geruch mischt sich mit etwas anderem, vage Vertrauten, das chemisch riecht. Schade. Wir schauen mal auf die Rückbank. Die Rückbank ist mit Kleidungsstücken übersät. Das Armaturenbrett. Es gibt nichts Bemerkenswertes an dem Armaturenbrett. Laut Anzeige hat der Wagen bereits 86.012 Meilen auf dem Buckel. Handschuhfach. Alles, was du im Handschuhfach findest, sind einige Magazine und eine Straßenkarte der Kuppel. Seitenspiegel. Das Spiegelbild zeigt dir ein Stück des hinteren Kopf. Was? Kotflügels. Und ein kleines Auto weiter hinten, das mit einer Plane abgedeckt ist. Start den Motor mal. Du drehst den Schlüssel und das Auto wird erfüllt vom ruhigen, rhythmischen Rumpeln des Motors. Aus dem Augenwinkel bemerkst du, dass einige Leute in der Reparaturwerkstatt ihre Arbeit unterbrochen haben und dich beobachten. Fahr aus dem Bunker? Nein. Nee, wir steigen mal wieder aus. Ich will jetzt nirgendwo damit hinfahren. Wir sind noch gar nicht durch hier. Waffenteile. Schön. Wer bist du? Ulf? Ulf Knutzen? Ein großer, kräftiger Lenker zieht an einer Zigarre. Er studiert dich ausgiebig, als wollte er sich an dein Gesicht erinnern. Auf seiner Marke steht Ulf Knutzen. Der Hangar und die erste Etage von Concord sind gesperrte Bereiche, für die man eine besondere Erlaubnis benötigt. Bitte verlassen Sie den Bereich. Er hebt die Hand und deutet auf ein Schild an der Wand. Na gut. Okay. Und Todd, was sagst du so? Ein Tüftler in einer ausgeblichenen Uniform lehnt an der staubig-orangefarbenen Tür des Abschleppwagens. Aus seiner Marke steht Todd Gasparian. Gasparian betrachtet deine silberne Uniform und sein Gesicht erhält sich ein wenig. Vielleicht hört er dir zu, ihr seid schließlich Kollegen. Wen kümmert's, dass ich keine Papiere habe? Tut mir leid, mein Fehler, dumm gelaufen. Was soll ich jetzt tun? Zurückgehen? Nur, dass du es weißt, da draußen ist noch ein weiterer Sturm. Ach, es nützt nichts. Ja, ich kann dich verstehen, man hat mich immer nach Nashville geschickt. Auf Todds sonnenverbrannten Gesicht ist nackte Angst zu sehen. Wohin? Nach Nashville? Bei diesem Wetter? Ich sagte, sie müssen komplett... Das hat doch keinen Sinn, ihnen sind die Papiere wichtiger als die Menschen, weißt du? Er klopft dir ungeschickt auf die Schulter, dann beugt er sich näher ran und flüstert. Pass auf, der Straße auf dich auf. Mit einem Kuppelsturm ist nicht zu spaßen. Und noch was. Während du in Nashville bist, pass auf. Pass da auch auf dich auf. Es gibt da Gerüchte, weißt du? Gerüchte. Okay. Wir gucken mal kurz in den Abschleppwagen. Der Truck ist mit Wüstenstaub bedeckt und der Motor ist immer noch glühend heiß. Dieser Wagen hat einen langen Weg hinter sich. Als du die Fahrerkabine berührst, wird dein Kopf von einem kaum wahrnehmbaren Geräusch erfüllt. Wie das Rauschen des Meeres. Deine Fingerspitzen kribbeln, als würde ein schwacher elektrischer Sturm hindurchfließen. Das war's. Da ist noch eine Kiste. Was? Elektrische Ausrüstung ersetzt. Was zur Hölle? Oh, halt. Erstmal hier noch. Und dann gucken wir da gleich. Schrauben oder so. Waffenbürste. Sehr schön zum Reinigen. Und Streichhölzer. Auch immer gut. Kann ich irgendetwas hier scannen? Das da können wir scannen. Dann tun wir das doch. Oh, ist das eklig. Tote giftige Kakerlake auf einem Anhänger. Das ist aber eine große Kakerlake. Auf dem Anhänger liegt ein riesiges, ekelhaftes, totes Insekt. Am ehesten lässt es sich mit einer Kakerlake vergleichen. Gelbe Körperflüssigkeit ergießt sich zwischen den Falten der Plane, vermischt sich dort mit der Säure und hinterlässt bleiche Stellen auf dem Stoff. Kakerlakenarten. Die Fauna unter der Kuppel kann sich nicht mit einer Überfülle an verschiedenen Spezies rühmen, aber die geringe Vielfalt wird durch eine große Anzahl intraspezifischer Variationen ausgeglichen.
die über viele Generationen in Erscheinung getreten sind. Es trifft vor allem auf Kakerlaken zu. Zwar sind die meisten davon Vertreter der Gattung Blattella, die eine beachtliche Größe erreichen, aber manche weisen ätzende oder giftige Drüsen auf. Geil. Augenzeugen behaupten sogar, dass es Kakerlaken gibt, die Psi-Energie anwenden. Aber diese Infos wurden nicht offiziell bestätigt. Wir gucken mal genauer an. Du siehst dir die tote Kreatur genauer an. Deine Wahrnehmung ermöglicht es dir, eine Menge kleiner Details zu bemerken. In dem Chitinpanzer befinden sich viele unregelmäßige Löcher. Bei näherer Betrachtung erkennst du, dass es sich um Einschusslöcher handelt. Die Mundwerkzeuge sind mit getrocknetem Blut bedeckt. Geht man davon aus, dass in dieser wie auch in gewöhnlichen Kakerlaken kein Blut fließt, dann muss es sich um das Blut von jemand anderem handeln. Boah, riesiges Viech. Ein Soldat taucht hinter dem Wagen hervor, seine schwarze Uniform ist staubig. Als er dich bemerkt, ändert er plötzlich seine Richtung und geht weg. Dabei pfeift er vor sich hin. Komm mal her, bitte. Der Militär nähert sich widerwillig der Personenschleuse, so sie wünschen. Okay, ist der... Oh Gott, das ist so viel. Warte mal. Hier, Bericht zum erlegten Auftrag. Anmeckern? Warum ist er noch hier? Bericht über die verbrauchte Munition, die gebrauchten Waffen, Antrag. Das ist so eine Sex- und wissenschaftlichen Komplex. Scherz? Ob er ein Formular. Ach, das ist super. Erlaubt ihr einen Scherz und Fragen zu Daten, ob er Formular Nummer 27 ausgeführt hat? Ja, komm, wir sind so ein bisschen schelmisch, haben wir schon gesagt. Du hast die Zahl 27 nur aus Zufall gewählt und hast damit dennoch vorhin Schwarze getroffen. Der Soldat nickt zuversichtlich. Formular Nummer 27? Ja, Sophie reicht nach jeder Mission ein Antragformular für neue Medizin und Strahlungsmedikamente ein. Schön. Gibt's schon einen Bericht zu dem Auftrag? Der Soldat nickt angespannt. Ja, also es ist in Arbeit. Sophie füllt's gerade aus. Mit Formalitäten kennt sie sich aus. Okay, und über die Munition und die Waffen? Der Militär wird blass. Hören Sie, wenn es hier um das Automatikgewehr geht, das wir verloren haben, ich kann es erklären. Toni, er, die Kakerlake. Er verstummt allmählich. Keine Sorge, das wird alles in meinem Bericht erläutert. Okay, gibt's schon einen Antrag für den Transport des toten Insekts zum wissenschaftlichen Komplex? Der Soldat nickt ernsthaft. Ja, machen Sie sich keine Sorgen, das befindet sich schon in Arbeit. Sophie füllt's gerade aus. Können Sie mir sagen, ob das tote Insekt dem örtlichen Forschungsteam übergeben werden soll oder soll es nach Magellan oder zu Sworn transportiert werden? Ich weiß gar nicht, warum die Kakerlake eigentlich überhaupt immer noch hier ist, ehrlich gesagt. Der Militär berührt die Spitze seiner Mütze. Bitte entschuldigen Sie, das Routenformular wurde mit Anfrage auf Genehmigung eingereicht. Der Sicherheitschef hat es noch nicht autorisiert. Na gut, dann abtreten. Der Militär an der Personenschleuse folgt dir mit seinem Blick und salutiert noch einmal. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Okay. Das war jetzt schon ein bisschen gemein, oder? Kann ich noch was tun? Nö. Kann ich hier durch? Gesperrt. Kann ich mit dir reden? Trotzdem? Das war nur gucken, ne? Oh, schade. Na gut. Da darf ich nicht hin und ich will nicht schon wieder eine, ich glaube, noch eine Abmahnung kriege ich nicht. Nächstes Mal, keine Ahnung, was dann passiert, ehrlich gesagt. Okay, also, wie gesagt, wir haben 23 Minuten, das trifft sich ganz gut. Dann würde ich jetzt einfach mal selber nochmal eine kleine Shoppingtour machen. Gucken, ob wir Zeug, was wir nicht brauchen, verkaufen können. Oh Gott, wo ist denn das? Ich muss erstmal mich hier wieder zurechtfinden. Und dann schaue ich mal, ob wir uns noch irgendwas kaufen, was uns vielleicht in Nashville helfen könnte. Vielleicht nochmal irgendwas an Waffen oder so. Ein bisschen Geld haben wir ja. Also dann, bis zum nächsten Mal. Bye.